Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um Vorteile und Nachteile eines E-Book-Readers. Ich habe euch nämlich in einem meiner letzten Videos gefragt, ob ihr dazu ein Video sehen möchtet, und ich habe mich einfach dafür entschieden, dieses Video jetzt zu drehen. Ich selbst besitze seit circa 3 Jahren ein Kindle. Ich kann euch das gerade mal zeigen, und zwar ist das dieses hier, das müsste das Kindle Fire 7 HD 7 sein. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ich verlinke euch jetzt auf jeden Fall in der Infobox. Dann könnt ihr da gerne vorbeischauen. Ich möchte euch jetzt, wie eben schon gesagt, Vorteile und Nachteile eines E-Book-Readers aufzeigen. Natürlich kann ich die euch nur anhand meines Kindles zeigen, wie ich diese empfinde. Und damit ich nicht noch lange drumherum schwafel, beginne ich mit diesem ersten Vorteil. Und zwar ist ein E-Book-Reader leicht und platzsparend. Zum Vergleich habe ich einfach mal ein normales Buch hergenommen, um das besser zu zeigen. Aber ich denke, das sollte jedem klar sein, dass ein E-Book-Reader leichter und platzsparender ist als ein normales Buch. Der nächste Vorteil ist sehr wahrscheinlich ein Punkt, der erstens nicht unbekannt ist und zweitens auch ein Punkt ist, weswegen man sich einen E-Book-Reader zulegt oder schenken lässt, wie auch immer. Denn man kann einfach mehrere Bücher auf sein Kindle laden, und gerade wenn man in den Urlaub fliegt oder fährt, hat man kein großes Gewicht mit den 10 verschiedenen Büchern, die man gerne im Urlaub lesen möchte, sondern nimmt einfach nur seinen E-Book-Reader mit und hat dort seine Bücher drauf und hat kein zusätzliches Gewicht zu dem E-Book-Reader dazu. Der nächste Vorteil geht vielleicht an die raus, die gerne online bestellen. Und zwar, wenn man ein Buch nicht direkt in der Buchhandlung kauft, bestellt man das sehr wahrscheinlich online. Und dann dauert es ein paar Tage, bis das bei einem zu Hause ist. Beim E-Book-Reader bestellt man das auch online, aber es wird direkt danach, in meinem Fall, auf das Kindle geladen. Ich weiß nicht genau, wie das bei anderen Readern ist, aber ich denke, da ist das sehr gleich. Das heißt, man hat direkt nach dem Bestellen 2 Minuten später sein E-Book auf dem Reader und kann dann anfangen, dieses Buch zu lesen, wenn man möchte. Und muss nicht tagelang oder wochenlang, je nachdem, woher das Buch kommt, auf sein Buch warten. Ich persönlich verwende den nächsten Vorteil nicht, aber für manche kann es vorteilhaft sein. Und zwar spreche ich davon, dass man die Schriftart und Größe einstellen kann. Ich habe die Standardeinstellung des E-Books immer drin, deswegen ist dies für mich jetzt kein Vorteil, aber für den einen oder anderen sehr wahrscheinlich schon. Wenn man gerne fremdsprachige Bücher liest, wie auf Englisch oder Französisch oder auf jeder anderen Sprache, kommt es ja irgendwann mal vor, dass man ein Wort liest und nicht weiß, was dieses bedeutet und daher dann eine Übersetzung oder eine Erklärung für dieses Wort braucht. Bei einem E-Book-Reader, speziell beim Kindle weiß ich das, kann man auf dieses Wort dann draufklicken und es wird eine Erklärung bzw. eine Übersetzung angezeigt mit der korrekten Aussprache unter anderem. Doch das funktioniert nicht nur bei fremdsprachigen Wörtern, sondern auch bei eher unbekannteren Wörtern. Dann klickt man auf dieses Wort drauf und bekommt dann eben die Erklärung oder andere Wörter, die dieses Wort gut erklären, angezeigt und kann somit dann dieses Wort verstehen. Den nächsten Punkt mag ich persönlich auch sehr gerne, da ich abends bzw. häufig auch nachts sehr, sehr gerne lese und meistens dann auch erst die Zeit dafür finde, finde ich es sehr gut, dass man im Dunkeln oder auch im Dämmerlicht lesen kann. Dazu kann man die Helligkeit anpassen, so wie es für die Augen gut ist oder für das eigene Empfinden, dem Bedürfnis halt eben anpassen. Gerade jetzt, als ich im Frühling von dem Urlaub nach Hause geflogen bin, sind wir abends geflogen und dann war es doch schon sehr dunkel im Flugzeug, da die meisten Passagiere halt eben schlafen wollten. Ich wollte aber lieber lesen und habe mir dann eben mein Kindle geschnappt und konnte da dann wunderbar lesen, auch wenn es im Flugzeug dunkel war, da ich eben die Helligkeit einstellen konnte. Wir kommen jetzt auch schon zu dem letzten Vorteil, und zwar ist der gerade praktisch, wenn man Rezensionsexemplare liest und gerne etwas notieren oder markieren möchte. In einem Buch kann man sich einfach irgendwie ein Klebezettelchen reinkleben, was dazu schreiben oder sowas, und damit hat sich's dann. In einem Kindle oder in einem E-Book-Reader generell ist das doch schon sehr schwierig, aber es gibt auf jeden Fall bei einem Kindle eine Funktion, wo man Stellen markieren kann, auch in unterschiedlichen Farben, und man kann auch etwas notieren. Wenn man das Buch fertig gelesen hat, kann man sich das alles anzeigen lassen, und wenn man auf diesen Punkt dann eben klickt, kommt man direkt zu der Seite, auf der man markiert oder Notizen gemacht hat. Das waren jetzt die ganzen Vorteile, die ich als wichtig empfunden habe und mehr oder weniger mit einverstanden bin. Falls ihr irgendwelche anderen Vorteile habt, dann schreibt die doch gerne in die Kommentare. Wir machen jetzt weiter einfach mit den nächsten Nachteilen. Ein Nachteil, den man bei fast jedem Technikgerät hat, ist die Akkulaufzeit. Bei meinem Kindle geht es eigentlich noch relativ gut. Der Akku hält mehrere Tage lang, kommt natürlich auch darauf an, wie oft ich den benutze. Da ich auf meinem Kindle halt eben auch teilweise Spiele spiele, ist die Akkulaufzeit mal ein bisschen länger und mal ein bisschen kürzer.
Aber in der Regel muss ich das vielleicht einmal in der Woche, wenn überhaupt, aufladen. Also für mich persönlich reicht das auf jeden Fall. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hinfahre oder hinfliege mit meinem Kindle und weiß, dass ich gerne auf dieser Fahrt lesen möchte, lade ich davor eben das Kindle komplett auf und dann reicht es meistens auch für die komplette Zeit. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin jetzt auch keine 12 Stunden unterwegs, wo ich dann irgendwie auch 12 Stunden lese. Also meine Autofahrt beträgt dann meistens irgendwie so zwischen 6 und 7 Stunden und da fahre ich dann halt auch selber und kann dann in der Zeit nicht lesen. Also für mich persönlich ist das momentan noch kein Nachteil. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal länger unterwegs sein werde. Aber ich denke, wenn man dann irgendwo wieder eine Steckdose findet, kann man sich das ja aufladen. Auch wenn das gerade beim Kindle relativ lange dauert, bis das wieder bei 100% ist. Aber für mich persönlich ist das kein Nachteil. Kann für den einen oder anderen bei längeren Strecken aber ein Nachteil sein. Ja, ein weiterer Nachteil, der wohl eigentlich jedem bekannt sein wird, ist einfach, dass ein Kindle ja wertvoller ist als ein normales Buch. Also wir kaufen zum Beispiel ein Buch. Ich habe jetzt hier Tintenherz von Cornelia Funke, was irgendwie 20 € kostet oder sowas. Und mein E-Book-Reader hat schon alleine, ich glaube, um die 150 € oder sowas gekostet. Ich weiß es nicht ganz genau, weil ich ihn geschenkt bekommen habe. Aber er war noch relativ neu, als ich ihn bekommen habe. Neu auf dem Markt, meine ich damit. Das heißt, der hat schon mal viel, viel mehr gekostet als ein Buch und dann habe ich da ja noch diverse Bücher drauf und dann kommt man schon auf einen recht hohen Wert bei einem E-Book-Reader. Ärgerlich ist es dann, wenn man natürlich diesen verliert, weil dann ist das Gerät weg und die ganzen Bücher, die man draufgeladen hat, sind auch weg. Wenn man ein Buch verliert hat, okay, dann sind halt eben in dem Fall irgendwie die 20 € weg, aber es ist halt eben nur ein Buch und ich könnte es mir wieder nachkaufen und habe dann halt nochmal die Kosten von 20 € bei einem Reader ist es dann doch nochmal ein bisschen mehr. Deswegen sollte man gerade da vielleicht ganz gut darauf aufpassen. Natürlich auch auf Bücher. Man sollte immer auf seine Sachen aufpassen, damit diese nicht wegkommen. Der nächste Punkt ist für mich persönlich kein Nachteil. Für manche anscheinend schon, für mich jetzt nicht, weil es geht einfach darum, dass viele E-Book-Reader einfach nicht wasserdicht sind. Ich persönlich sitze aber nicht draußen im Regen und lese dann. Wenn es regnen sollte, setze ich mich vielleicht trotzdem draußen hin, aber dann, wo es irgendwie überdacht ist, so dass ich keinen Regen abbekomme und mein Gerät halt eben auch nicht. Und in einem Schwimmbad oder in der Badewanne lese ich sowieso nicht. Von daher ist das für mich kein Nachteil, kann aber für den einen oder anderen einer sein. Der nächste Nachteil ist so ein Ding, da geht es sehr wahrscheinlich den meisten E-Book-Lesern so. Und zwar geht es einfach um dieses Gefühl, Seiten umblättern zu können. Es nervt mich, dass ich irgendwie so ein Gerät in der Hand habe und dann immer nur wische, um auf die nächste Seite zu kommen, statt eine Seite in die Hand zu nehmen und dann von alleine umblättern zu können. Einfach auch dann diese Seite zu fühlen und nicht einfach auf so einer glatten Oberfläche drauf rumzuwischen. Ja, für mich persönlich der allergrößte Nachteil an einem E-Book, auch wenn das viele Vorteile hat, aber ich habe dennoch lieber Bücher in der Hand statt einen Reader. Der letzte Nachteil ist für mich persönlich auch kein Nachteil, da mich das Verleihen und Verkaufen von Büchern eher weniger betrifft. Bezogen auf E-Books zum Beispiel. In meinem Freundeskreis gibt es keinen, der so gerne liest wie ich, deswegen verleihe ich da auch keine Bücher. Außerdem leihe ich mir selber auch viele Bücher in der Bücherei aus, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich die gut finde oder ob das irgendwie zu mir passt oder sowas. Das heißt, da gebe ich dann auch schon mal kein Geld aus. Auf meinem E-Book-Reader habe ich meistens auch nur die Bücher drauf, die ich unbedingt lesen möchte und die es gerade auch vergünstigt im Kindle-Shop gibt. Daher sind das dann meistens irgendwie so 3, 4, 5 €, die ich für ein Buch ausgebe. Und es ist jetzt keine große Menge. Außerdem, wenn mir ein Buch gut gefällt, verkaufe ich es sowieso nicht, sei es als E-Book oder als normales Buch, dann auch nicht. Daher ist das für mich persönlich kein großer Nachteil. Das waren dann auch die Nachteile für E-Book-Reader, die ich als wichtig empfinde. Auch hier, wenn ihr hier wieder Nachteile habt, die ihr für wichtig empfindet und die mal angesprochen werden sollten, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich denke, dann helft ihr vielen, die sich gerade mit einem E-Book-Reader beschäftigen und sich überlegen, einen zu kaufen. Zum Schluss habe ich noch eine Frage, und zwar, besitzt ihr einen E-Book-Reader und wenn ja, welchen und wie zufrieden seid ihr damit? Auch wenn ich das Gefühl mag, lieber Bücher in der Hand zu haben, bin ich dennoch froh, gerade auf Reisen, dass ich einen E-Book-Reader habe und da meine Bücher mitnehmen muss und nicht irgendwie 10 Bücher mitschleppen muss und somit halt eben viel, viel mehr Gewicht habe als mit einem E-Book-Reader und meinen 20 Büchern darauf. Das war's dann auch mit dem Video und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!